Hallo Leute, ja, wir sind im anderen Sektor. Wir sind, wie man auf der Karte sehen kann, einen Sprung vor unserem Ziel, wo dann das gebaut werden kann. Und ich würde sagen, nach dem Intro jumpen wir dahin oder ich mache es vielleicht auch schon dazwischen und dann sehen wir uns im nächsten Sektor wieder nach dem Intro. So, Koordinaten habe ich eingegeben, aber wir müssen noch hinfliegen. Überraumantrieb angeht, alles ist gut. Ach, da oben sehe ich gerade, ist auch noch was angezeigt. Da müssen wir vielleicht auch noch mal reingehen. Kriegen wir aber auch noch hin. So, dann mal die Shift-Taste bemüht. Und was gibt es hier für eine Anzeige? Irgendwas kann man bestimmt verkaufen, ne? Oder? Nee. Ah, da unten, da. Ah, der hat was gefunden. Commander, während der Mission sind wir über ein altes Wrack gestolpert. Nicht wert für Altmetalle zu bergen, aber wir hatten Glück und fanden dieses. Ziviles Geschützturmkontrollsystem TDECS sehen ausgewöhnlich. Unbewaffnete Geschütze. 4. Bei Festinstallation nicht aktiv. Nochmal 6 dazu. Nochmal 2. Ey, das ist ja ein richtig cooles Ding, oder? Zwei Autogeschützturm auch noch. Und was ist das hier? V800 Beschleunigungsantriebsbooster. Okay. Beschleunigung 43 plus und Geschwindigkeit 20 plus. Wenn man es fest einbaut, auch noch mal richtig cool. Okay, das nehmen wir mal. Dann such du mal weiter. Was hast du für inaktiv ist er? Okay, das heißt, wir müssten ihm mal eine Aufgabe dem Miner 1 zugeben. Okay, das ist natürlich dann wichtig, dass wir den Miner 1 mal aufrufen. Wann kommt er denn ins Bild hier? Na, da ist er. Da ist der Miner 1. Ne, das brauchen wir da nicht, das wäre jetzt Quatsch. Da und. Dann soll der mal hier meinen, oder? Abbauen. Ah, der kann leider nirgendwo anders hin wie da, ne? Zielgebiet. Dauer kann er ruhig die ganze Zeit machen. Gefahr ist so. Sieht doch gut aus, oder? Na und nicht geht dann auch noch. Ja, vielleicht müssten wir da erst reingucken, was der noch. Für Waffen hat, ne? Ja, das lassen wir gerade das machen. Komm, Insektor in meine 1 wechseln. Gehen wir da erst gerade hin. Gucken wir mal gerade rein, ob wir dem eine bessere Waffe geben können oder ob es daran liegt. Aber wir müssten sowieso über diesen Riss springen von Hand. Damit wir da auch hinten auf der anderen Seite was weiter forschen können. Ne? Gut, jetzt gucken wir mal gerade hier rein. Okay, der kann auch ballern. Aufbereitender Nanonit. Mehr ist da nicht drin. Das ist nun. Eisen sogar, okay. Da sollten wir doch mal gerade schauen, ob wir dem nicht was anderes reinbauen können, oder? Ob wir da was Besseres haben, haben wir doch bestimmt, oder? Power-Reparaturlaser? Nee. Bolter-Geschütz, Präzisions-Defragment-Auslöscher. Eco-Energizer. Kanonierer? Wir brauchen ja nur nach den Kanonieren gucken. Da müssen ja Bergleute stehen. Ups, da war zu weit. Da stehen Bergleute und da steht Xanion. Das heißt, wir sollten den mal reinbauen, ne?
Der ist jetzt hier ausgewählt, oder? Oh, was? Da war's. So, nicht genutzte Löffel, um eine Geschützschirme installieren, Geschützkontrolle. Ah, warte, können wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben, können wir das eine System noch einbauen. Natürlich nicht, aber die sind alle fest installiert, ist klar. Standard T1 Bergbau-Subsystem, ne, das wollen wir jetzt bestimmt nicht rausreißen. Was haben wir denn hier noch so? Das ist ein Warp-Antrieb, ne? 9%, das ist ja auch nichts, ne? Hyperraum, ne? Das ist nicht so toll. Ach, guck mal, das hier ist sogar austauschbar, wenn Radarreichweite, Hyperraum minus 1. Ich würde jetzt gerade mal den rausnehmen. Warte mal, welcher war das jetzt, den wir einbauen wollten? Das. Jetzt haben wir zwar keine Hyperraumreichweite, aber das ist erstmal gerade nebensächlich, finde ich. Jetzt, wir können das, das wird dann zwar zerstört, aber entfernen wir jetzt mal. Ja, okay. Und na, der beste ist jetzt gerade der. Und den werden wir jetzt dann, warte mal, gucken wir uns den gerade nochmal an. Festinstallation, Sprungreichweite plus 8. Da war irgendwas mit Prozenten Hyperraum, also ist es sowieso dieser der bessere wahrscheinlich. Wenn wir den fest installieren. Gut, der ist fest installiert. Den machen wir auch fest installieren. Jetzt können wir nochmal schauen. Jetzt haben wir sowieso mehr Slots. Dann können wir die auch alle sitzen lassen und können vielleicht den anderen noch hinzufügen. Hier haben wir ja auch noch welche. Slot B für unbewaffnete Geschütze, ja. Und defensive Geschütze. Dann lass uns gerade schauen, ob der jetzt dahin geht. Das sieht schon mal gut aus. Bergleute fehlen wahrscheinlich, deswegen geht das nicht, ne? Kann das sein? Das sind Piloten, ne? Ich bräuchte Bergleute. Da sind die Bergleute. Ne, ist 100%. Das passt eigentlich. Warum sind die durchgestrichen? Gute Frage, ne? Tech 35. Also lass uns gerade mal schauen. Auf der Geschütze sind noch ein Slot von 3 noch dabei. Kann ich hier nach Typ sortieren? Aber Typ ist jetzt, ja, Typ ist jetzt nicht der Typ, den ich haben wollte. Material wäre jetzt das. Da waren Mechaniker, hier sind Kanoniere. Die habe ich glaube schon alle durch bis hier hinten, ne? Hier ist sogar eine automatische Zielenwaffe. Hier sind nochmal Bergleute gefragt. Mach den mal weg. Mach den mal weg. Aber man kann nur auf den da und dann da. Geht tatsächlich auch noch. Das Schiff wurde gespeichert. So, jetzt hätten wir nur noch die zwei Defensiveinheiten hier. Weiß jetzt nicht, ob wir sowas haben. Batterieaufladung. Nobel Reparaturlaser. Unbewaffnet. Da ist ein Defensiver. Kriegen wir den hier drauf gebaut irgendwo? Passt. Schließen. In die Leute rein. Und wo fehlt einer? Hier. Haben wir. Hier steht irgendwie gar nichts, ne? Aber Piloten brauchen wir auch nicht, ja, doch, oder hat er, weiß ich nicht, nee.
Hat er nicht. Doch, hat er tatsächlich. Aber keine Flotten da drin wahrscheinlich. So, das ist jetzt erstmal soweit so gut, würde ich sagen. Nee, das nicht. C. Nee, B können wir auch wegmachen. Jetzt können wir mal gerade die Reichweite sowieso nur angucken. Okay, ich glaube, das ist größer definitiv geworden. Und ich würde ihn jetzt nach hier auf jeden Fall schicken. Ja, wir können auch durch das Tor fliegen, ne? Das ist das Westtor. Das ist. Oh, das ruckelt aber gerade ganz stark. Ne, das ist Nordosttor. Wo finde ich jetzt das Westtor? Ah, oh, warte mal, da oben ist ja sogar noch ein Dingens. Ich fliege da mal gerade hin. Wir brauchen nicht hinfliegen, wir können das mal gerade so angucken, ne? Der Geschützturm ist schon drin, da ist alles nominiert. Das sind natürlich jetzt. Ne, das bringt uns hier jetzt gerade nicht weiter, denke ich. Das ist vertane Zeit. Ein Tor ist auch noch da. Das ist das Südtor. Ich glaube, das war jetzt hier das West, nicht das Westtor, ne? Nordost. Ne, wir brauchen das Westtor. Machen wir mal hier, diesen Weg ist einfacher. So, jetzt ist das Westtor in diese Richtung und das ist da. Gut, dann fliegen wir da hin. Aber rein theoretisch. Machen wir das anders. Wo ist das Westtor? Da. Hä? Das war doch immer Rechtsklick hier, oder vertue ich mich? Auf dieser Karte, dann ging das doch, oder? Autopilot. Jetzt hat das durchfliegen. Okay, passt. Gut, das bedeutet, wir können auf die Karte gehen, rausscrollen und gucken, dass wir unser Ziel wiederfinden. Das hier ist. Und Shifter im Wechsel, im Sektor wechseln natürlich. Und dann gucken wir da weiter, oder? Dann sollte der auch gleich durch das Tor durchgeflogen sein und auf der anderen Seite vom Riss sein. Das müsste ja auch funktionieren, oder? Gut. Hier ist jetzt der Autopilot aktiv. Das für ein Schiff. Traveler. Okay, dann sind wir jetzt hier beim Traveler. Aber wir wollten nicht zum Traveler, wir wollten zur Schiffs. Nee, doch. Nee. Nee, 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 hier passt was nicht. Sind wir falsch? Schiffswerft. Wir mussten noch Dingens bauen, ne? 33. Minus 61. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ein Sektor daneben oder wie ist das? Nein, will ich nicht. Falsch gelaufen. So.
fliegen wir mal dahin. Dreh dich mal, Schifflein. Gucken, dass wir keinen Asteroiden im Weg haben, aber es müsste so funktionieren, oder? Gut, das hat geklappt. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.